Was geht denn ab hier? Schön am Wackeln und rauf und runter und jedes Mal denkt man sich, oha, bis. Nee, überhaupt gar nicht. Am Archipel bei, ja, ich sag mal, über 3 Meter Wind in der Sekunde ist das hier schon heikel, sich überhaupt hier hinzustellen. Guckt euch das an, was hier die Posen machen. Und das ist nur die Wellenbewegung. Zack, jetzt ist mal wieder was dran. Ich teste hier gerade verschiedenste Köder auf das schwarze Fältchen. Und hoffentlich geht es weiter rein. Und hoffentlich natürlich auch in etwas größer. Denn irgendwie muss man das schwarze Fältchen doch mal besser fangen. Ein schwarzes Fältchen habe ich schon hier mit 1,2 Kilo. Auf Eintagsfliege und Steinfliege in Kombination. Und jetzt habe ich gerade eben alle 3 Köder, alle 3 Posen nochmal umgebaut. Also, erste hatte ich jetzt anfangs schön mit Eintagsfliege, Steinfliege. Dann habe ich mal eine gemacht, komplett nur mit Steinfliege und eine komplett nur Doppelköder mit Eintagsfliege. War beides nicht so der Burner. Ja, und jetzt teste ich hier gerade verschiedene andere Köderkombinationen mal mit Wurm. Natürlich, ja, es gehen immer mal wieder irgendwelche komischen Beifänge rein, die man nicht will. Zum Beispiel die kleinen Brassen. Da machen wir einfach gleich Fischfetzen raus und dann ist das wieder gut. Aber das schwarze Fältchen, das wäre schon richtig interessant. Es soll auch ganz gut wohl funktionieren und steht auch in den Rekorden drin mit Blutegel. Aber Blutegel? Really? Gibt es da nicht irgendwie was Spannenderes als vielleicht den Blutegel? Da muss es doch noch was anderes geben als diesen komischen Blutegel. Und ich habe auch nur 30 Stück davon. Von daher müsste ich theoretisch die ganze Zeit hier schön schöpfen. Und vielleicht geht mir ja noch so ein Blutegel rein. Oh, guck mal hier. Schwimmkäfer. Den könnte ich mal verwenden. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen mehr einfach mit dem, na guck, mit der Schöpfkelle hantieren und weniger mit der Schaufel. Dann kommen da ein paar spannendere bei rum. Na, jetzt guck dir das mal an. Schwarzes Fältchen, 1,6. Das ist doch schon mal richtig schön. Das schmeckt und auf der, na, es kommt gerade wieder hoch. Ja, kommt gerade wieder hoch, die blaue. Also, das werden wir doch mal weiter ausführen hier. Schön entspannt mit dem Mistwurm. Und leider nicht gehakt. Hier ist Eintagsfliege-Mistwurm. Ich mache hier nochmal wieder Steinfliege. Steinfliege-Mistwurm. Zack, wieder raus damit. Bügel offen lassen, damit wir den Anschlag gut setzen können. Hier ist ein Tauwurm drauf mit der Steinfliege. Ich lasse den nochmal draußen. Also, Köderkombi jetzt in 2 Fällen. Steinfliege und darunter Mistwurm. In der Mitte Steinfliege und darunter Tauwurm. Alles auf allen 3 Routen. Nee, gar nicht. Auf 2 Routen mit einem Achterhaken. Und das, was ich hier doppelt habe, also die doppelte Kombination mit Steinfliege-Mistwurm, ist einmal noch auf dem 6er-Haken. 6er-Haken, Achterhaken. Gucken wir uns aber gleich im Detail nochmal ein bisschen an und dann lübt das. Man kann diese Kombination oder man kann aufs schwarze Fältchen auch noch ein bisschen anders angeln oder an anderen Stellen. Ich war auch schon mal direkt mitten im Hafen. Jetzt bin ich ein bisschen außerhalb, einmal so halb rumgerannt. Hier stand ich vor Monaten auch schon mal, auch auf Grund habe das hier probiert. Katastrophe. Also wirklich, was man hier vom Land aus fängt, ganz, ganz, ganz schwierig. Im Idealfall eben noch mit der Pose. Vielleicht schafft man es sogar mit der Stippe hierhin. 15 Meter bin ich hier weit raus, auf 15 Meter geklippt. Heißt also, wenn ihr mit der Stippe rankommt, ja, könnte vielleicht mit einer ganz langen 8 Meter Stippe knapp werden. Vielleicht sind es auch nur 12, die ihr dann rauskommt. Aber das könnte doch was werden. Ja, wir gucken mal eben. Das ist die Posi. Auf der Hauptinsel, sonst hätte ich das auch gar nicht getestet. Also extra hier irgendwie auf eine andere Insel fahren und dann hier alles abklappern. Absolute Katastrophe. Dafür mal eben so ein Bootsticket opfern.
dafür dann hier rumfahren und suchen, bis man hier einmal rum ist, ist das Bootsticket abgelaufen, dann fährt man zur nächsten, bis man einmal rum ist, alles getestet hat, ist wieder das Ticket abgelaufen. Also hier brauchst du dann mal eben 500 Silber quasi, um hier die Inseln abzuklappern. Das ist halt nicht wirklich effektiv, nicht so wirklich sinnvoll. Aber jetzt hier auf der Hauptinsel, wenn man das so testen kann, hoppala, ach, noch gehakt. Erster auf dem Tauwurm. Das ist schön, aber nicht so wirklich groß. Foxy-Ränke. Auch schön. Auch schön. Nehme ich gerne mit. Und auf 1. Ah, noch gehakt. Sehr schön. Foxy-Ränke. Hm. Schwarzes Fältchen, aber in klein. Na, guck. So, direkt wieder raus. Und auch er hier direkt wieder raus. 2 Meter Tiefe habe ich eingestellt. Vielleicht wäre auch so 1,80 Meter oder sowas machbar. Ich teste aber erstmal Köderkombination. Erstmal Köderkombination, dann noch ein bisschen verschiedene Tiefen. Das kommt später Stück für Stück alles durchgehen. Und ich bin hier, ja, ich sag mal hier vorne die Stelle, die ist ein bisschen markant, ne? Also nach dieser Stelle, wo der Ole Kahn hier am Land liegt, da vorne ist die City. Man rennt also vom Hafen einmal hier rum. Und dann hier vorne noch ein Stückchen weiter. Hier ist so eine kleine, hellere Area. Und dann gib ihm, dann kann man sich hier gut hinstellen und rauswerfen. Mittlerweile kommt der Wind. Ja, ich sehe es gerade von links hier rüber. Ich habe sonst immer schön gerade geworfen. Mittlerweile treibt es hier weit rüber. Und ganz wichtig, wenn hier zu viel Wind kommt, ich sehe auch schon immer mehr Wind und habe auch schon gesehen, allen die nächsten Tage soll noch mehr werden. Also am besten hier in diesem Bereich, 2 Komma. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Alles, was hier ist, also schon über 3, macht schon nicht mehr wirklich Spaß. Das ist ja ein Durchschnittswert. Wie ihr seht, wir sind jetzt schon bei über 6. Also bei dem Wellengang, guckt euch an, wie die Posen da abgehen. Wenn ihr da vielleicht noch mit der Bollo unterwegs seid, mit einer ganz kleinen, dann sieht man die Pose gar nicht mehr. Dann macht das auch keinen Bock. Aber man kann das so mal testen und hoffen auf was Schönes, Seltenes. Ich glaube, ich teste jetzt noch ein bisschen und dann würde ich sagen, gucken wir gleich einfach mal in den Kescher rein. Und da geht noch einer rein, beziehungsweise 2 hier gerade. Aber das ist etwas, was eher an der Oberfläche lang gegangen ist. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Fältchen. Das ist nämlich schön nach oben gegangen und hat auch die Pose mitgenommen. Ganz wichtig, oh, was haben wir da? Ein Saibling? Ne, hat in der Sonne geglitzert. Okay, die Seefrau, ja. Das kennt man auch vom Ladoga See. So auch am Archipel. Und hier haben wir noch was dran, was Kleines. Ganz wichtig, zack, das nächste Fältchen, aber in klein. Gucken, noch so ein Ding. Wo kommt der Wind her? Wenn man hier steht und auch wenn man so ein bisschen Wind nur hat, 2-3 Meter die Sekunde, das ist am Archipel ja immer so ein bisschen, dann gucken, dass der Wind am besten von hinten kommt. Ich hatte es jetzt gerade beim letzten oder vorm letzten Schnitt, da waren die Posen mittlerweile hier drüben und da ging gar nichts mehr rein. Jetzt hier vorne wieder, geradeaus auf die 15 Meter, ging halt sofort wieder los, 2 Meter Tiefe immer noch. Also da lübt das. Am besten, wie gesagt, wenn der Wind eben nicht von schräg, von da kommt jetzt gerade der Wind, treibt also jetzt gerade die Posen hier eher zum Land wieder zurück, also genau die verkehrte Richtung und ja, natürlich auch noch hier rüber, also von der Stelle hier auch noch weg, gar nicht so ideal. Momentan sind wir halt hier genau an diesem Kantenbereich, also so soll das doch sein hier in diesem Meterbereich auf 2 Meter Tiefe und dann lübt das auch. Zack, nächste. So, ich habe noch ein bisschen weiter getestet jetzt hier bis in die Nacht hinein, muss aber sagen, so ab 22 Uhr war dann auf einmal deutlich weniger los bis gar nichts mehr und dann lohnt sich das auch nicht mehr wirklich. Eine Route hatte ich nochmal ein bisschen tiefer gestellt auf 2,30 Meter und es sind dann auch, wie gesagt, nochmal Foxy-Ränken reingegangen. Ja, ist okay, aber vielleicht nicht ganz ideal. Teste du doch auch mal, welche Tiefe für dich am besten funktioniert. Auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was am besten für dich geklappt hat. Ich werde auf jeden Fall die Tage nochmal testen hier auf das schwarze Fältchen. Hier vorne das mit 1,6 Kilo. Das hat sogar noch gerade einen Wochenrekord gebracht. Also gar nicht so schlecht. Man kann hier bestimmt noch ein bisschen mehr rausziehen, wenn man hier mal ein bisschen länger durchzieht als ich jetzt hier. Für eine halbe Stunde gucken wir mal eben 55 Tacken. Naja, ist natürlich noch nicht der Burner, ne?
aber kohlemäßig und ja, in der richtigen Größe lohnt es sich. Ne? Also, Köder noch mal ein bisschen testen. Ich bin auch noch nicht so ganz durch. Ich werde auf jeden Fall noch mal verschiedene Köder ausprobieren und dann in Kombination, meist wahrscheinlich mit der Kombination Steinfliege und plus irgendwas anderes, da ein bisschen rangehen und suchen. Und vielleicht gehen auch noch ein paar Foxy-Renken rein und ähnliches. Im Großen und Ganzen schwieriger Fisch, immer noch super tricky rauszukriegen, bestimmt auch super selten. Aber irgendwann muss man ja auch mal an die Seltenen drangehen. Also, Petri Lümmels, ich gehe jetzt gleich wieder zurück zu den Routen und teste weiter, was in der Nacht passiert. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.